Sie sind hier 1. November 2018, 7.53 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 3 Minuten vergrößern verkleinern. LeBron James erlebte mit den Lakers eine Zitterparty gegen die Dallas Mavericks. Urheberrecht Getty Images. Die Los Angeles Lakers kommen gegen Dallas zu einem knappen Sieg. In der Schlussphase werfen die Lakers den sicher geglaubten Sieg beinahe noch weg. Die Los Angeles Lakers erleben in der NBA weiter eine Berg- und Talfahrt. Nach zuletzt 2 Niederlagen in Folge kam das Team um Superstar LeBron James gegen die Dallas Mavericks zu einem knappen 114-113 Erfolg. Dabei machten es die Lakers insbesondere im Schlussviertel noch einmal unnötig spannend und gaben den schon sicher geglaubten Sieg beinahe aus der Hand. Ergebnisse und Spielplan: Los Angeles fand zunächst mit einem 8:0 Lauf ins Spiel und konnte auch in der Folge die Führung stetig weiter ausbauen. Während die Mavericks, die weiterhin auf den verletzten Dirk Nowitzki verzichten mussten, nur schleppend ins Match fanden, sorgte vor allem Kyle Kuzma dafür, dass LA den Vorsprung bis zur Mitte des ersten Viertels auf 17 Punkte ausbauen konnten. Mavs lassen sich nicht abschütteln, der Power Forward kam am Ende auf 18 Punkte und war damit nach LeBron James 29 Punkte der erfolgreichste Werfer seines Teams. Bei den Mavericks kam Maximilian Kleber in rund 20 Minuten auf dem Parkett auf 4 Punkte und 5 Rebounds. Anzeige: Jetzt die neuesten NBA-Fanartikel kaufen, hier geht es zum Shoppers. Im zweiten Viertel fanden die Mavs nach und nach zu ihrem Spiel. Immer wieder gelang es den starken José Juan Barrier und Dwight Powell zu einfachen Punkten zu kommen und Dallas dadurch Stück für Stück zurück in Schlagdistanz zu bringen. So konnte der Meister von 2011 den Rückstand bis zur Halbzeit auf 7 Zähler verkürzen. Doch die Lakers kamen zunächst besser aus der Pause. LeBron James sorgte mit 2 verwandelten Dreiern hintereinander dafür, dass sein Team wieder davonziehen konnte. Dazu holte JaVale McGee ein ums andere Mal den Defensiv-Rebound. Allerdings ließen sich die Mavericks, angeführt von Wesley Matthews 21 Punkte und Harrison Barnes 19 Punkte, weiterhin nicht endgültig abschütteln. James behält die Nerven. Im Schlussviertel entwickelte sich dann ein echter Krimi. Knapp 4 Minuten vor dem Ende sahen die Lakers beim Stand von 110-96 bereits wie der sichere Sieger aus, ehe die Gäste aus Texas zum Schlusssprint ansetzten und rund eine halbe Minute vor Schluss bis auf einen Punkt verkürzen konnten. Anzeige: Die NBA live bei DAZN, jetzt gratis Monat sichern. 7 Sekunden vor dem Ende konnte Superrookie Luka Doncic dann sogar erstmals auf Unentschieden stellen. Im Gegenzug bekamen James 2 Freiwürfe zugesprochen. Nachdem der vierfache MVP den ersten Versuch vergab, begann im Staples Center endgültig das große Zittern. Im zweiten Versuch behielt der 33-Jährige dann jedoch die Nerven und sorgte schlussendlich dafür, dass Los Angeles den dritten Sieg im 8. Spiel einfahren konnten. Die Tabelle der NBA: Während die Lakers damit nun auf dem 11. Platz in der Western Conference liegen, rangieren die Dallas Mavericks mit 2 Siegen auf Rang 13. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.